Königin Letizia von Spanien ist am 8. Mai zu Gast bei der Feier zum Weltrotkreuztag 2024 im spanischen Oviedo. Passend zu den Farben des Roten Kreuzes wählte die Monarchin eine rot-weiß gemusterte Jacke und ein dazu passendes Oberteil. Ist es Zufall, dass die Farben ihres Outfits die Rot-Kreuz-Farbkombination aufgreifen? Auf dem Gruppenbild, bei dem sie mit Freiwilligen zu sehen ist, sticht die ehemalige Journalistin dennoch heraus. Zu dem eleganten Blazer kombiniert Letizia eine ausgestellte weiße Hose, die modisch hochgeschnitten ist. Ungewohnt lässig ist auch die Schuhwahl der Spanierin. Passend zur Hose wählt die zweifache Mutter bequeme Sneaker, da sie aufgrund eines Unfalls keine Absatzschuhe tragen soll. Die Monarchin hatte sich ihren Zeh gebrochen und wählte schon bei ihren vergangenen Auftritten flaches Schuhwerk. Beim Weltrotkreuztag verleiht Letizia mehrere Preise. Auch für Gespräche und Fotos mit ihren Fans bleibt Zeit. Für Letizia muss dieser Auftritt besonders gewesen sein, denn er fand in ihrem Geburtsort statt.